Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dr. Disch Magazins. Ich heute ohne Pflegerin, aber dafür ist der Urgestein der Redaktion Rudi Loderbauer mit mittlerweile, mir. Oder? Ja. Aber beim nächsten Mal hoffentlich dann wieder mit. Wir hoffen, dass da wieder etwas Weibliches zwischen uns sitzt und so ein bisschen für Ausgleich sorgt. Ja, genau. Da muss ja jemand dazwischen gehen, so ein bisschen manchmal, oder? Das weibliche Element. Ab und zu, ja, du mit deinem queren Geschmack, ich mit meinem queren Geschmack. Ja, genau. Das kommt manchmal nicht so ganz zueinander. Du liebst DVB-T2, ich überhaupt dich oder DVB-T überhaupt. Das wird noch kommen. Hä? Vielleicht wirst du noch zum Terrestriker, wie wir ihn wissen, ja. Das habe ich auch gerade lernen müssen, dass es einen Terrestriker gibt. Aber ich glaube, wir haben sogar was darüber drin. Nee, haben wir nicht, ne? Nö. Die Sendung jetzt nicht. Aber was anderes haben wir, ne? Was anderes. Und was genau, das sehen wir jetzt. Und das sehen Sie in dieser Ausgabe des Dr. Disch Magazins. Die ersten UHD-Programme sind da. Lohnt es sich nun, ein UHD-TV-Gerät zu kaufen? Antworten aus unserer Facebook-Umfrage. UHD auf IFA und Futura. Was sagen die Hersteller? Streaming ist Trumpf. Der Remote Channel Stream Converter bei VU Plus Receivern. Aura HD, Max TV und SEP TV. IPTV Boxen im Vergleichstest. Die Geburt eines Flugzeugs. Die neue DVD von Pilot's Eye. UHD oder 4K ist in aller Munde. Aber wie sieht es eigentlich in den Wohnzimmern der Leute aus? Steht da schon sowas oder kommt da was in Kürze? Der Rudi hat sich mal umgehört unter unseren Facebook-Benutzern und es war ein ziemlich interessantes Ergebnis, oder? Ja, wir haben da mal nachgefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Weihnachten ist ja nicht mehr allzu lange hin auch. Also man könnte dann langsam sich da überlegen, kaufe ich mir einen oder eben nicht? Und die Kommentare waren sehr vielfältig. Ich zitiere mal so ein bisschen was draus. Der Jörg Frank schreibt zum Beispiel, es gibt ja kaum Inhalte für ein UHD 4K-Gerät, aber die Industrie muss ja immer wieder was Neues herausbringen. Mhm. Ja, muss sie, oder? Im Zweijahresabstand oder so. Eigentlich, ja, genau. Oder Friedemann Deck, der schreibt hier, bei den Datenmengen wird das Internet dann auch noch zusammenbrechen, wenn die Leute UHD per Streaming nutzen. Glaube ich noch nicht so, weil es schaltet auch fort. Außer hier bei uns, da bricht es zusammen. Wobei es kommt ja gerade so Netflix und so weiter. Eben. Also so langsam die haben's ja schon. Ist es ja im Entstehen, das Ganze. Was haben wir noch? Heinz Schröter schreibt, haben uns Weihnachten, letztes Jahr wohl, einen neuen großen Sony gekauft, haben den UHD-Aufpreis in Bildgröße investiert und haben es nicht bereut. Und was sehen die dann? Hat er nicht gesagt. Ja, noch Pearl TV, oder? Okay. In UHD. Oder was haben wir noch? Hartmut Ebers. Er schreibt, es lohnt sich noch nicht, habe einen 3D-Smart-TV von Samsung und es gibt nicht mal freie 3D-Sender. Ja. Das ist ja auch schon wieder tot. Also ja, das hat sich, wurde hat ganz eben nebenbei schon abgehakt. Ja. Thorsten Decker schreibt, brauche ich nicht und will ich nicht. Das war mal eine kurze und prägnante Antwort hier. Sehr schön. Oder was haben wir noch? Frank Rümmenab schreibt, haben wir gerade vor 2 Jahren einen Full-HD gekauft. Wirkliche Inhalte gibt es noch nicht mal da. Die Privaten wollen extra Geld für HD. Na Leute, da warten wir da noch eine ganze Weile. Dem kann ich mich persönlich ein bisschen anschließen. Ja. Also, obwohl, es sieht schön aus manchmal. Also das, was wir als Demo so gesehen haben, sieht ja richtig hübsch aus. Aber das schon. Der Sebastian Jenke schreibt zum Beispiel, habe mir auf der IFA den ersten 8K-Fernseher angeschaut. Mein lieber Scholli, man denkt immer, es geht nicht mehr besser, aber 8K war schon überragend. Bildschirm so groß wie die Wand da vorne oder irgend sowas? Ja, natürlich die Größe, oder? Also da hängt schon viel davon ab. Also dann können wir 4K gleich übergehen. Der hat es ja gleich mit beantwortet. Du hast gerade also gesagt, der Wechsel geht schnell. So alle 2 Jahre haben wir gesagt und jetzt steht schon der 8K vor der Tür. Also kann man vielleicht den 4K auslassen. Für alle, die sich jetzt ein Full HD gekauft haben, gerade eben, könnte man ja gleich mal weglassen. Also so weit mal ein paar kleine Zitate hier aus unserer Facebook-Umfrage. Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme. Ja, das war nett, dass Leute auch wirklich so mitgemacht haben. Aber du bist einen Schritt weiter gegangen. Du hast dich auch mal mit den Herstellern unterhalten. Genau, wir waren dabei rausgekommen, wir haben wir dasselbe gesagt. IFA bzw. Futura waren ja jetzt gerade und natürlich auch viele UHD-Geräte zu sehen. Aber da wollten wir auch natürlich mal wissen von den Herstellern, lohnt es sich? Soll ich mir jetzt einen kaufen oder reicht mein Full-HD-Fernseher eigentlich völlig aus?
UHD kommt jetzt immer mehr im Markt. Was ist der große Vorteil? Warum soll ich mir einen UHD-Fernseher kaufen? Ja gut, das Thema UHD ist halt das zukunftsweisende Fernsehen. Wenn ich mir heute ein neues Gerät kaufe, dann kaufe ich mir normalerweise ein Gerät, mit dem ich auch in 4-5 Jahren vielleicht noch zeitgemäß unterwegs bin. Wir haben das vor ein paar Jahren ja genauso gehabt, als es HD-Ready gab. Kein Mensch konnte HD-Ready empfangen, aber jeder hat einen HD-Ready-Fernseher gekauft. Und so ist es heute im Prinzip mit UHD genauso. UHD-Fernseher liefern ja auch ein wesentlich besseres Bild, wenn sie mit zum Beispiel nur mit einer Full-HD-Auflösung eingespielt werden. Außerdem kommt noch immer weitere Contents über das Internet in 4K-Auflösung, welche dann tatsächlich dann halt über unseren Fernseher, über Amazon oder Netflix dann halt empfangen werden können. Was ist, wenn ich mir gerade einen Full-HD-Fernseher gekauft habe, soll ich mir jetzt schon wieder neu kaufen? Teuer. Grundsätzlich muss man sich das immer extra überlegen, aber es sieht ja so aus, dass man im Endeffekt nichts falsch gemacht hat, wenn man sich einen 4K-Fernseher zulegt. Noch dazu, wenn man mit der Argumentation kommen sollte, dass sich fernsehtechnisch etwas ändern sollte und man mit einem Kabel und alles, die ganze Technik im Arm und um den Fernseher veraltet ist, sieht es so aus, dass Samsung hier die One Connect Box hat, was so aussieht, dass es eine Box ist, die extern vom Fernseher ist, die alle meine Kabel aufnimmt. Von der Box kommt dann genau ein einziges Kabel in den Fernseher rein. So, sollte es also in 5 Jahren ein neues Fernsehsignal geben oder eine andere Übertragungstechnik, muss ich mir nicht einen neuen Fernseher kaufen, sondern lediglich nur die neue Box. Wirklich? Da werde ich Sie in 5 Jahren daran erinnern. Können Sie gerne machen, ja. Das ist natürlich immer so, dass wenn man mit dem zufrieden ist, mit dem, was man hat, ist das so eine gute Einstellung. Nur wenn man sich jetzt was Neues kaufen soll, schaut man doch bitte auch auf das 4K. Das soll jetzt nicht die große Motivationssendung sein, kaufen Sie jetzt das 4K. Nur wenn man ein neues Gerät kaufen will, möchte ich im Endeffekt die Angst nehmen, dass man sagt, das ist jetzt vielleicht noch zu früh. Das ist jetzt, 2015, wirklich ein Zeitpunkt, wo die 4K-Generation gut ist. Von der Größe her mindestens 55 Zoll, oder? Na gut, das kommt auf die Wohnung drauf an. Es ist natürlich so, früher beim Röhrengerät gab es ja diese Mindestabstände, die man einhalten musste. Und heute bei den Flachbildfernsehern kann man ziemlich nah ran. Bei UHD kann man ganz nah ran. Das ist also ein weiterer Vorteil, dass ich bei dem Gerät mehr oder weniger mit der Nasenspitze vor dem Gerät sitzen kann und sehe trotzdem noch was. Am Standard ändert sich jetzt aber nichts mehr, oder? Von UHD, der ist jetzt fix. Gute Frage. Grundsätzlich ist der Standard fix. Haben Sie schon einen daheim? Nein, ich habe noch keinen daheim, weil meiner war 4 Jahre alt, ist noch nicht kaputt und ich warte also noch mit dem Umrüsten. Sie warten noch, bis er kaputt geht, oder? Ja, bis halt einmal eine Sendung kommt. Ne? Warten, bis das Fernsehgerät kaputt geht. Das hat der letzte ja. Kommentator in Facebook. Ich warte auch gerade. Der geht immer noch, oder? Der geht immer der noch, läuft ja. noch. Ja. Also sollte im Laufe dieser Sendung das Bild ausfallen, dann glaube ich, müssen wir ihn austauschen. Wieso hat der ein Verfalldatum drauf? Das, man muss sagen, das ist schon ein UHD-Fernseher, aber dann würden wir uns den 8K-Fernseher zulegen. Dann den 8K. Naja, nun weiß ich nicht, was er hat. Warten, bis das Fernsehgerät kaputt geht. Also wenn er jetzt einen Röhrenfernseher hat, das kann 15 Jahre dauern. Ja. Hat er jetzt ein LED oder so etwas, kommt es auch darauf an, 2 Jahre, glaube ich, ne? Dann haut es das Ding eh kaputt. Ja, eben, mehr ist da eh nicht drin. Wenn er es jetzt, sagen wir mal, vor anderthalb Jahren gekauft hat, ein halbes Jahr, kurz nach Weihnachten kann er einen neuen kaufen, dann hält der auch 2 Jahre und dann kommt 8K oder wie? Oder 16K vielleicht, dann bist du ein schon die Zeit. Es vergeht so schnell. Kommen wir zum Thema Streaming. Da hast du was vorbereitet. Ja, Streaming ist ja momentan auch, glaube ich, also mehr in aller Munde als UHD fast und zumindest funktioniert das wenigstens. Mhm. Wir wollen uns nachher noch diese Streaming-Boxen hier anschauen, aber es gibt auch eine einfache Streaming-Möglichkeit mit vorhandenen Boxen, Linux-Boxen. VO Plus zum Beispiel ist da sehr gut geeignet. Bevor wir da mehr erzählen, machen wir lieber eine kleine Pause. Okay, oder? Na gut. Okay. Wir sind gleich wieder da. Bis dann. Tschüss. Ihre Lieblingsfernsehkanäle immer und überall dabei. Und das weltweit. Mit der brandneuen Slingbox M1. Einfach den Receiver zu Hause mit der Slingbox verbinden, eine Internetverbindung herstellen und ein kostenloses Zugangskonto einrichten. Das war's. Jetzt können Sie zum Beispiel per Slingplayer-App oder über den PC auf die Box zu Hause zugreifen. Klappt natürlich auch mit Pay-TV-Programmen.
Die Slingbox M1. Jetzt im Handel erhältlich. Linux ist voll im Trend. Im X-Trend. Der ET7500, der ET8500 oder der ET10000. Die Auswahl ist groß, die Preise sehr günstig. Kurze Umschaltzeiten dank superschneller DMIPS-Prozessoren. Viel Speicherplatz, Plugins. So macht Linux Spaß. X-Trend. The Gateway for Smart Linux TV. Noch schneller, noch besser. Der GigaBlue HD Quad Plus. Im edlen Design, erhältlich in Schwarz und Weiß. Mit bis zu 4 Tunern für Satellit, Kabel und DVB-T-Empfang. Dual Core mit 2x1300 MHz, Linux-basierend. Dazu hunderte Plugins, volle Gigabit-Netzwerkfähigkeit bis zu 1000 Mbps. 4x USB, 2 Smartcard-Reader und ein farbiges TFT-Display mit Wiedergabe des TV-Programms. Der GigaBlue HD Quad Plus. Zum gigantisch guten Preis. Jetzt im Fachhandel erhältlich. Ihr Online-Shop im Internet. Satkontor.de. Alle Top-Receiver-Marken super günstig. VU Plus, Dream Multimedia, Giga Blue, Ferguson, Golden Media, X-Trend und viele mehr. Dazu perfekter Service und kompetente Beratung garantiert. 10 Jahre Erfahrung und über 80.000 zufriedene Kunden. Ihr zertifizierter Online-Markenshop. www.satkontor.de. Wir waren beim Streaming angelangt und Linux-Boxen und Streaming, das geht ja ganz gut Hand in Hand. Du hast da auch schon einiges ausprobiert bei dir. Ich habe auch probiert, ja. Ja, IPTV aus Mexiko gerne gesehen. Ein schräges Bild aus Acapulco. Naja, die Qualität, das lag aber an denen, muss ich dazu sagen. Aber zum Beispiel die großen Sender aus der Hauptstadt, die kommen wirklich sauber rüber, richtig schön. Es gibt Streaming natürlich auch innerhalb des Hauses, im Heimnetzwerk. Wenn ich einfach meine normale Satellitenkanalliste, die Favoritenliste, streamen möchte in einen Raum, wo ich noch keinen SAT-Anschluss habe oder wo einfach nicht die Möglichkeit besteht, einen hinzulegen, dann geht es auch per Streaming. Remote Channel Stream Converter ist das Zauberwort. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass wir immer früher nachdenken mussten oder Zuschriften beantworten mussten, wie kriege ich das Satellitensignal in Schlafzimmer, ins Kinderzimmer, ich weiß nicht was, wohin, mit Bohren, Kabel und so weiter. Und dann kamen irgendwelche drahtlosen Übertragungen, die eine fürchterliche Bildqualität hatten. Diese Funkübertragungsteile, ja, genau. Ja. Und heute geht es so einfach. Heute geht es viel einfacher. Wie genau? Wir schauen uns nochmal diesen Remote Channel Stream Converter jetzt im Detail an. SAT-Empfang auch in Räumen ohne direkten SAT-Anschluss. Das ermöglicht der Remote Channel Stream Converter. Das Plugin ist kostenlos auf allen Receivern von VU Plus verfügbar. Wir nehmen in unserem Beispiel den VU Plus Duo 2 als Server und den VU Plus Zero als Client bzw. Empfänger. Das heißt, wir holen uns eine der Kanallisten des VU Plus Duo 2 per Streaming im Heimnetzwerk auf den VU Plus Zero. Die Voraussetzungen: Beide Receiver müssen ins heimische Netzwerk eingebunden sein, idealerweise per LAN, denn hier ist die optimale Geschwindigkeit garantiert. Alternativ ist DLAN eine gute Option. An der Serverbox müssen 2 Tuner versorgt sein, denn das Streaming belegt einen Tuner komplett. Nun kann es losgehen. Wir finden den bereits vorinstallierten Remote Channel Stream Converter unter Einstellungen und Kanalsuche. Im kleinen Fenster drücken wir auf die gelbe Taste und geben die IP-Adresse der Serverbox VU Plus Duo 2 ein. Mit OK, also der grünen Taste, bestätigen. Nun sind wir in der Favoriten-Bouquet-Liste der Serverbox. Hier einfach die gewünschte Liste markieren und bestätigen. Jetzt wird die Kanalliste übertragen und ist als weiterer Eintrag bei den Favoriten zu finden. Das war's auch schon. Nun können die Kanäle des VU Plus Duo 2 bequem am VU Plus Zero per Streaming gesehen werden. Und zwar nicht nur freie Kanäle, sondern auch Pay-TV. Rudi, du hast schon mal vollmundig vor einigen Monaten für den Herbst IPTV-Boxen angekündigt. Ja. In Wissen ja. Gab es auch schon entsprechende Fragen dazu, nicht dementsprechende, entsprechende Fragen dazu. Und wir konnten sie auch mit ruhigem Gewissen beantworten, denn wir
haben, was du hast. Das sind gleich drei Stück. Drei Stück. Wenn schon, denn schon, nicht nur eine, sondern gleich drei, ja, haben wir uns geholt. Eine selber nur probiert, das ist die rechte. Hier, ja, und ich sage einfach mal, das ist mein Favorit. Ob das hinterher stimmt, das weiß ich nicht. Ja, da liegst du schon nicht schlecht. Die SEPP-TV, die MAX-TV und die Aura HD. Von klein nach groß. Wir wandern einfach mal so der Reihe nach durch im Testbericht, den wir jetzt sehen. IPTV-Boxen sind momentan weltweit der absolute Renner und die Geräte verkaufen sich wirklich unglaublich gut. Drei wollen wir uns etwas genauer ansehen. Aura HD International, die MAX-TV LN 5000 HD und die SEPP-TV HD 509N. Die Aura HD IPTV-Box liegt uns in der Second Edition vor und kostet etwa 250 Euro. Das sehr kompakte Gerät hat an der Vorderseite einen USB-Anschluss für zum Beispiel einen USB-Stick oder eine externe Festplatte. Auf der Rückseite befindet sich links ein weiterer USB-Port. Der kann zum Beispiel für die WLAN-Antenne genutzt werden. Es folgen SPDIF Toslink, HDMI, AV, LAN, RC und der Netzanschluss. Leider ist kein Netzschalter vorhanden, was sehr bedauerlich ist. Die Installation klappt eigentlich soweit ganz gut, nur sollte man die Internetverbindung per LAN aufbauen, denn drahtlos gab es Probleme. Die WLAN-Antenne war zwar angesteckt, eine Verbindung konnten wir jedoch zunächst nicht aufbauen. Die Oberfläche der Aura HD ist ansprechend gestaltet. Unter den Apps bzw. Video befindet sich das Online-TV. Hier steht nun entweder nach Sprachen sortiert oder komplett eine Vielzahl an Programmen zur Auswahl. Das Angebot an russischen Programmen ist am umfangreichsten mit etwa 170 Kanälen. Eine Reihe deutscher Kanäle sind auch vorhanden, von den öffentlich-rechtlichen über die privaten bis hin zu zahlreichen Lokal-TV-Streams. Nicht alle funktionieren noch, hier empfiehlt sich wohl ein Software-Update. Zu den kostenlos empfangbaren Programmen können weitere spezielle Pakete kostenpflichtig hinzuabonniert werden. Die Umschaltzeiten sind okay, oft hängt die Box allerdings etwas oder steigt manchmal sogar komplett aus. Als Media Player ist die Aura HD Box ebenfalls einsatzbereit und spielt zuverlässig diverse Formate ab. Die mitgelieferte Fernbedienung ist dünn und wirkt nicht besonders hochwertig. Insgesamt okay und besonders geeignet für den Empfang russischer Programme, aber man merkt, dass wir hier erst die Second Edition haben. Die IPTV-Box MAX-TV LN 5000 HD ist etwas ausgefeilter und läuft wesentlich stabiler. Im edlen Design macht die Box schon optisch einen sehr guten Eindruck. Eine Status-LED befindet sich auf der Vorderseite. Links liegen drei USB-Ports, um externe Medien anzuschließen. Auf der Rückseite ist die WLAN-Antenne fest verbaut. Außerdem liegen hier die Anschlüsse für AV-Out, SPDIF Toslink, LAN, HDMI und ein Card-Slot. Einen Netzschalter sucht man leider vergebens. Die MAX-TV-Box ist schnell einsatzbereit, die Fernbedienung deutlich hochwertiger als bei der Aura HD. Im Menü findet man sich gut zurecht, die Kanalliste ist sensationell umfangreich. Der Schwerpunkt liegt klar auf dem arabischen Markt mit hunderten von Kanälen. Auch eine Vielzahl von türkischen und griechischen Programmen ist vorhanden und die Streams laufen sehr zuverlässig. Nebenbei gibt es noch die BBC mit zwei Programmen und ein paar wenige deutsche Sender wie RTL oder Dreisat. Umschalten klappt relativ schnell und gut, im Gegensatz zur Aura HD ein deutlicher Unterschied. Die Bildqualität ist meist gut bis sehr gut. Es sind viele Sport- und Filmkanäle im Gesamtpaket. Die Kanäle können auch nach Genres sortiert werden. Problematisch ist aber die Direkteingabe der Kanalnummer. Hier reagiert das System falsch, das irritiert und nervt etwas. Insgesamt ist dieses Android-basierende System aber schon sehr ausgereift und läuft absolut stabil. Die MAX-TV-Box gibt es für etwa 350 Euro, schon ein sehr stolzer Preis. Beide Boxen sind unter anderem bei JDC Electronic zu bekommen. Box Nummer 3 in unserem IPTV-Test ist schließlich die SEPP-TV HD 509N. Auch diese ist sehr ausgereift und man merkt, dass es hier schon einige Vorgängermodelle gab. Optisch ein absolut gelungenes Gerät. Von der Ausstattung ist diese IPTV-Box eigentlich identisch mit der MAX-TV, das heißt links dreimal USB und zahlreiche Anschlüsse auf der Rückseite, jedoch mit einem entscheidenden Vorteil: SEPP-TV kann man dank des Netzschalters auch komplett vom Strom trennen.
Menüführung und Kanallisten sind exakt identisch mit der Max TV, also Unmengen an arabischen Sendern, darunter auch viele Sport- und Filmkanäle, auch die beliebten NBC-Programme, die Filme und Serien im Original mit Untertiteln ausstrahlen. Türkische und griechische Programme sind ebenfalls in großer Zahl dabei und wie bei der Max TV Box BBC sowie ein paar deutsche Programme. Obendrein sind weitere Apps wie YouTube oder Skype vorhanden und der eingebaute Media Player kann natürlich auch Dateien aus dem Heimnetzwerk oder vom USB-Stick wiedergeben. Das Kanal-Direktwahl-Problem der Max TV Box hat die SAP TV Box leider zumindest teilweise übernommen. Ein Software-Update sollte da aber schnell Abhilfe schaffen. Mit der Add-Packages-Funktion könnten auch andere Pay-Kanal-Pakete den bisherigen hinzugefügt werden. Diese Funktion ist derzeit aber noch nicht aktiviert. Die SAP TV HD 509N ist erhältlich bei www.satkontor.de und kostet um die 350 Euro. Insgesamt sind alle drei Boxen sehr interessant und bieten ein großes Kanalangebot. Zu empfehlen ist vor allem die SAP TV Box in der neuesten Generation. Dank des Netzschalters hat sie gegenüber der Max TV einen großen Vorteil und der Preis ist der gleiche. Rudi, habe ich recht gehabt mit meiner Favoritenbox da? Dina? Na, ich glaube, die unterscheidet sich nicht allzu sehr von deren. Aber was mich noch stört, ist natürlich der Inhalt. Jetzt haben wir hier 1000 arabische Programme drauf, gefühlte. Ja. Oder pakistanische ist, und so weiter. Finde ich ja lustig, so ein bisschen oriental da zu gucken. Aber bei den europäischen Programmen hapert es noch. Und jetzt müsste eigentlich sich ein Importeur davon finden, der eben europäische Inhalte darauf spielen. Ja, da warten wir irgendwie noch so ein bisschen drauf. BBC ist ja schon teilweise drauf. Zwei Sender, ja. Das also dürfte ein bisschen mehr sein. Auch nicht in HD, wohlgemerkt, nur die normale SD-Variante. Naja gut, bei BBC ist wurscht. Wer es nicht empfangen kann, ist froh, wenn er es in SD schon mal hat. Das stimmt, ja. Naja, man wird sehen. Also ich glaube, da wird schon noch einiges kommen. Ja. In diese Richtung. Aber gerade für Europa muss noch ein bisschen mehr. Ich würde auch gerne ein bisschen spanisches Fernsehen mehr sehen. Richtig, du willst spanisches, mexikanisches kann ich nur empfehlen. Oder mexikanisches, ja, genau. Solchen bunten Nachmittag, weißt du, mit der mexikanischen Folklore, lohnt so ein Cowboy am Weg oder irgend sowas. Ist nicht oder diese Endlos-Shows, da die 3-4 Stunden dauern oder so. Die früher auf Galavision waren. Ja, genau, ja. Sowas, ja. Okay. Kommt alles wieder. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Pilot's Eye sagt Ihnen vielleicht schon was. Wir haben des Öfteren einmal neue DVDs oder Blu-rays vorgestellt von Pilot's Eye. Das ist jetzt die Folge 16, die ist gerade erschienen. Und die handelt von der Geburt eines Flugzeuges, eines Frachtflugzeuges, und zwar der 77F von Boeing. Auf dieser DVD sehen Sie die Bestellung, die Bezahlung des Flugzeuges, den Bau des Flugzeuges. Sie sehen den ersten Testflug, der sehr steil hochgeht, nämlich auf 12.000 Meter in 13 Minuten. Das ist ein Rekord, aber es ist letztendlich auch eine Frachtmaschine, die leer ist. Dann die Inspektion mit dem Cheftestpiloten im Cockpit und das iPad hat Einzug gehalten in die Cockpits, der offiziell sogar. Okay. Ist das erlaubt? Das ist erlaubt, ja. Am Anfang war das noch ein bisschen kritisch, aber das ist erlaubt. Mhm. Und dann sieht man so ungefähr das hässlichste Flugzeug der Welt, der Dreamlifter. Der ist nämlich derjenige, wie der Gubbi hier, den wir hier haben, die Teile von Boeing transportiert. Sieht recht schräg aus, das Ding. Der fliegt hier auch nochmal und es gibt einige Add-ons, nämlich Kapitänskommentare hier drin und auch nochmal einen extra Film über den Dreamlifter. Die DVD gibt es jetzt im einschlägigen Buchhandel oder an Flughäfen oder direkt bei pilotseye.tv. Sagen die auch, wie viel so ein Flugzeug kostet? Das sagen die, glaube ich, auch da drin. Ja, alles habe ich ja noch nicht gesehen von. Das sagen die auch. Also da wird recht offen gespielt. Und wie üblich kann man sich dann auch wieder verschiedene Dokumente da anschauen. Die legen also auch Dokumente dabei, die mit dem Flugzeug zu tun haben. Also für den Hobbypiloten oder den Möchtegern-Piloten oder den wirklich seriösen Interessierten an der Luftfahrt sind diese Dinge eigentlich alle ein Muss. Ich habe sie bisher alle mit Begeisterung angeschaut. Sehr schön. Das war es bis zum nächsten Flug, ne? Ja. Gibt es was zu gewinnen eigentlich? Gibt es die zu gewinnen? Könnte sein, oder? Sollten wir es machen? Ja, oder? Ja. Also so schöne Bilder, die wir jetzt hier gesehen haben. Schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail. Wohin sollen Sie es schreiben? Mir fällt jetzt nichts ein. An TechTime TV. An TechTime TV.
Oder am Palisei? So. Nee, direkt an uns. info@techtime.tv. Genau. Kommt es an, wenn Sie diese DVD haben wollen. Dann kriegen Sie die auch innerhalb kurzer Zeit. Sie werden große Freude daran haben. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vergessen Sie bitte nicht, unser Newsletter zu bestellen. Jeden Freitag über unsere Homepage können Sie das Ding bestellen. Kostet nichts. Manchmal kommt er auch erst am Montag, also bitte nicht böse sein. Echt? Also, ja, da sind wir einfach zu faul dazu, das Ding wegzuschicken. Ja. Du machst ihn ja immer brav fertig, weiß ich, aber das die Arbeit, die danach kommt. Gut. Bis die Technik kommt, oder? Die Technik? Die Technik bereitgestellt. So ganz allmählich wandern die Mails raus. Und dann, wo sollen die Leute noch hingehen? Facebook, glaube ich. Ne? Facebook, YouTube natürlich, HD, Full HD, wie, hier auch natürlich Full HD-Material, ja, richtig, oder? Richtig. Und da sehen Sie diese Sendung auch gerne nochmal in Full HD. Ja, vor allem, wenn Sie so ein iPad oder iPhone nehmen, dann können Sie das Ganze mit Airplay, nämlich direkt kabellos auf Ihren Fernseher spielen. Tue ich jedes Mal. Ich gucke da an Dr. Tisch TV. Ein Traum. Gut, bis zum nächsten Mal. Also TechType TV, um Gottes Willen. Okay, genau. Machen Sie es gut. Tschüss.